Erstmal ankommen. In der Jugendherberge Wernigerode startet heute das diesjährige Jugendevent Europa geht weiter. In den nächsten 3 Tagen arbeiten hier über 60 Jugendliche aus Sachsen-Anhalt an Themen der europäischen Jugendpolitik. Bereits seit 2005 organisiert die Landesvereinigung Kulturelle Kinder- und Jugendbildung Sachsen-Anhalt mit unterschiedlichen Kooperationspartnern europäische Jugendevents. Es ist später Nachmittag und alle sind eingetroffen. Es nehmen verschiedene Gruppen aus Sachsen-Anhalt teil. Die Jugendlichen kommen zum Beispiel aus Aschersleben, Blankenburg, Gommern, Merseburg und Roßlau. Nach einer kurzen Begrüßung und Vorstellung des Teams steht das Kennenlernen durch Spiele und Murmelgruppen auf dem Programm. Gestärkt vom Abendessen stellen sich die einzelnen Projektgruppen vor und präsentieren ihre bisherigen Ergebnisse in Form von Plakaten. Alle Gruppen führten in den letzten Wochen einige Umfragen zum Thema Zusammenleben mitgestalten durch. Dabei handelt es sich um eine europaweite Konsultation der Europäischen Union, die sich speziell an Jugendliche richtet. Ja, mit dem Projekt Europa geht weiter wollen wir Jugendgruppen in Sachsen-Anhalt unterstützen, sich mit europäischer Politik zu beschäftigen. Was sind so ihre Anliegen, was bewegt sie zum Thema Europa? Und bekommen kleine Projektaufgaben. Und hier bei dem Jugendevent treffen sie sich das erste Mal. Die verschiedenen Jugendgruppen tauschen sich aus, was sie gemacht haben, lernen sich natürlich auch kennen und haben zum Beispiel heute verschiedene Kreativworkshops. Sei es ein Graffiti, Rap, Theater, Video und ja, versuchen eben ihre Meinungen auszutauschen und zu gucken, was kann man da an Ideen rüberbringen, wie können wir unsere Forderungen, aber auch Perspektiven an die Politik herantragen, indem wir so kreative Formen nutzen. Damit die Jugendlichen ihre Themen und Anliegen gestalten können, stehen insgesamt 7 Workshops zur Auswahl. Im Theaterworkshop lernen sie, wie man eine kurze Performance auf die Beine stellt, was man gegen Lampenfieber machen kann und sie gestalten ihr eigenes Werk. Die Jugendlichen entwickeln Entwürfe im Graffiti-Workshop und lernen, wie sie ihre Ideen mit Spraydosen auf die Wand bringen. Außerdem erhalten sie die Möglichkeit, ihre eigene Schallplatte bunt zu gestalten. Sie erfahren im Fotoworkshop etwas über die Grundregeln der Gestaltung, knipsen Fotos und lernen, wie man diese bearbeitet, um zum Beispiel ein Plakat zu erstellen. Die Teilnehmenden erlernen die Grundlagen der Kameraführung im Videoworkshop, führen Interviews, filmen Umfragen und schneiden ihren eigenen Beitrag. Eine eigene Sendung wurde im Radioworkshop produziert. Außerdem lernen sie im Doku-Workshop, wie man mit verschiedenen Medien über eine Veranstaltung berichtet. Und sie können im Rap-Workshop ihre Botschaften und Gefühle zu den richtigen Beats in einen Text umwandeln. Ich finde an den Workshops gut, dass man seine Kreativität ausleben kann. Mir gefällt dieser Workshop hier, weil man kann hier seine eigenen Platten gestalten. Für Freunde oder Familie kann man ein schönes Souvenir mit nach Hause nehmen. Und an meinem Workshop gefällt mir, dass wir durch die Fragen, die wir herausarbeiten, Kontakt zu anderen Personen aufbauen und dadurch auch mehr über diese erfahren. Mir hat am besten an dem Workshop gefallen, dass ich Kontakt mit anderen Menschen bekommen habe und dass wir mehr über Integration gelernt haben. Als Höhepunkt des Tages zeigen die Jugendlichen vor der gesamten Gruppe ihre Performances und Werke. Bei der Präsentation stellen sie auch ihre Herangehensweise vor und diskutieren über die Resultate. Im Publikum sind auch 2 Abgeordnete des Landes Sachsen-Anhalt, Monika Hohmann von der Linken und Angela Gohr von der CDU. Die Politikerinnen loben die Arbeit der Jugendlichen und sprechen mit ihnen über ihre Wünsche und Anliegen. Beide ermutigen die Jugendlichen, sich weiterhin zu engagieren, um etwas in Sachsen-Anhalt zu bewegen. Am dritten und letzten Tag starten die Jugendlichen in den Markt der Möglichkeiten. Dazu hat das Team der LKJ verschiedene Angebote vorbereitet und den Kinder- und Jugendring Sachsen-Anhalt sowie die Freiwilligenagentur Halle-Saale-Kreis eingeladen, die den Jugendlichen zeigen, welche Möglichkeiten sie haben, um politisch mitzuwirken und sich vor Ort zu engagieren. Während des ganzen Projektes geht es darum, dass sich die Jugendlichen frei entfalten können. Dazu ist es wichtig, eine entspannte Atmosphäre zu kreieren. Kein Zwang, kein Druck, keine Noten. So können die Teilnehmenden Spaß haben, sich ungehemmt und kreativ ausprobieren und zudem wertvolle Kompetenzen erwerben. In jedem Workshop werden Ideen und Konzepte entwickelt, Kompromisse gesucht und Vertrauen aufgebaut. Sie tauschen sich aus und lernen von und miteinander. Aber das Event ist noch nicht vorbei. Im September geht es weiter. Da fahren die Projektgruppen mit der LKJ nach Brüssel, um selbst zu sehen, wie europäische Politik funktioniert und ihre Ideen in der Landesvertretung Sachsen-Anhalts zu diskutieren.